Ja, ich möchte euch nochmal oder wieder ein paar wichtige Inputs geben. Und zwar zu der Kreationspraxis. Wir sind ja alle im Kopf schon so weit, dass wir uns genügend mit all diesen Dingen auseinandergesetzt haben, dass wir eigentlich wissen, wie es geht. Aber unser Verstand, der braucht immer wieder eine Wiederholung. Wir müssen jeden Tag quasi wieder von vorne anfangen, damit wir nicht in unsere alten Gewohnheiten und vor allem in unsere alten Überzeugungen zurückfallen. Das ist eins der allerwichtigsten Sachen, die wir uns bewusst machen müssen. Bis ein gewisser Automatismus in unserem Denken, in unseren Rückschlüssen vor allem, in unseren Ansichten implementiert ist, braucht es eine gewisse Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist wirklich ein Training, eine Praxis, die wir uns angewöhnen müssen, um das Alte, was das Alte kreiert, immer wieder zu überschreiben. Und dazu braucht es eben wirklich eine Praxis. Es braucht eine Herangehensweise, die aus einem Standpunkt der kompletten Überzeugung, der kompletten Selbstsicherheit und der kompletten Klarheit kommt. Du wirst sehr wenig erreichen und vor allem nichts Nachhaltiges, wenn du irgendwo Zweifel in deiner Energie hast, in deiner Geschichte hast, wenn du nicht 100% davon überzeugt bist, wer du als göttlicher Schöpfer, als göttliche Schöpferin bist, was das eigentlich bedeutet. Wenn du da noch irgendeinen Zweifel hast, dann musst du diese Zweifel erst beseitigen. Weil nur aus deiner kompletten Bevollmächtigung heraus kannst du so klar denken, weil deine Gedanken kreieren. Und wenn es für dich irgendwo, da sehe ich jetzt irgendwo, sehe ich mich hier stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich bei euch auch stehen geblieben bin. Also es ist ganz, ganz wichtig. Nein. Bin ich jetzt hier eingefroren, ihr Lieben? Keine Ahnung. Ah nein. Ja, auf dem Handy sehe ich es noch. Alles klar. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du aus einem Zustand eines Schöpfers heraus dein Leben begehst. Du kannst nicht als Opfer erschaffen. Zumindest nicht das, was du möchtest. Weil du erschaffst immer. Also erschaffst du als Opfer weiteres Opfertum. Du kannst nicht nicht erschaffen. Also das heißt, es geht nicht darum, eine Kreationspraxis oder eine Praxis, dich als Schöpfer zu kreieren. Weil das bist du. Du bist Schöpfer. Immer. Du erschaffst dein Leben immer. Seit dem Tag, dass du hier auf die Welt gekommen bist, erschaffst du dein Leben. Ganz am Anfang erschaffst du es sehr, sehr unterbewusst. Und das ist auch das Problem, dass dieses unterbewusste Erschaffen bei uns sich so eingefahren hat. Ja? Und wie wirst du ein bewusster Schöpfer? Wie wirst du eine bewusste Schöpferin? Wie wirst du bewusst, dass du die alleinige Kraft in deinem Universum bist? Du bist das Universum. Und das ist
oftmals das Problem, dass du nicht weißt, wie du als Universum bist. Du bist sowieso das Universum. Du bist das Universum deines Lebens. Du bist das Universum deiner Schöpfung. Immer. Und wie kommt es nun, dass du Dinge in deinem Leben hast, die du nicht möchtest? Und das kommt, weil du dir doch noch nicht klar bist, wie das Universum, also wie du erschaffst. Weil du dir doch noch nicht hundertprozentig klar bist, dass jeder einzelne Gedanke, insofern er eine Überzeugung von dir ist, insofern er so ein felsenfester Gedanke ist, dass er sich immer wieder reproduziert. Wenn du mal kurz was glaubst, aber unsicher bist, dann wird es sich vielleicht kurz mal zeigen, aber wieder nicht. Ja, das ist wie so ein Flackern, rein und raus. Es flackert, es ist mal gut, dann wird es wieder schlecht, es ist mal gut. Das ist, wie du es glaubst. Oh, ich glaube, jetzt wird es gut, ich glaube, jetzt wird unsere Beziehung super. Ah ja, aber vielleicht nicht, weil jetzt hat er ja irgendwie was anderes gesagt als vorher. Vielleicht wird es jetzt doch nicht gut. Ja? Merkst du, dieses Flackern ist in dir zuerst. Dieses Flackern, ja, es ist gut, nein, es wird doch nicht, ja, wir könnten es schaffen, nein, doch nicht, ich glaube, ich kriege es hin, nein, doch nicht. Ja, das sieht mal gut aus, dann sieht es wieder schlecht aus. Dann sieht es mal gut aus, dann sieht es wieder schlecht aus. Und das ist genau das, was du kreierst. Dieses Flackern kreierst du, weil du keine klare, ausgerichtete Manifestations-Kreationspraxis hast für dich und deine Gedanken. Du lässt zu, dass es flackert. Du lässt zu, dass du dich von äußeren Umständen von deinem Weg abbringen lässt. Du lässt zu, dass irgendetwas im Außen deine Überzeugung beeinflussen kann. Nachdem du aber weißt, dass deine Überzeugung kreiert, dass das, woran du glaubst, ganz fest in deinem Leben entsteht, sei es Reichtum. Wenn du ganz fest weißt, weil bei uns im Deutschen ist ja das Wort Glaube nicht so stark, aber wenn du ganz fest weißt, dass du dazu hier bist, um reich zu sein. Wenn du das weißt, wenn du das in jede letzte Zelle deines Körpers, diese Information spürst, dann ist es nicht zu stoppen, dass du eine reiche Person bist. Aber wenn du dich immer wieder reflektierst in einem Flackern, du sagst, ja, jetzt sehe ich aber kein Reichtum, ich sehe kein Geld, ich sehe gerade nichts hier, dann wird dieses Flackern oder diese Situation bestehen bleiben, die du hast. Und die allerwenigsten Menschen sind sich dessen bewusst. Weil wenn sie sich dessen bewusst wären, dann würden sie eine andere Disziplin an den Tag legen. Und diese Disziplin ist wirklich absolut notwendig, um Neues zu erschaffen. Diese Disziplin, sich selbst als das zu erfahren, was du wirklich bist. Diese Disziplin, dir keinen äußeren Umstand dazu ermächtigen, dir deine Kraft und deine Ermächtigung zu nehmen. Im weitläufigen Sprachgebrauch heißt es ja, setze keinen auf ein Podest über dir. Himmle niemanden an. Aber die Sache geht noch viel weiter. Glaube an keinen äußeren Umstand, dass er dich einschränken kann, dass er deine Schöpfung einschränken kann. Glaube nicht, dass irgendein Zustand
den du siehst oder bewertest oder beurteilst, etwas damit zu tun hat, ob du die Dinge, die du dir wünschst, bekommen kannst oder nicht. Also es hat nichts damit zu tun, aus was für einer Familie du kommst. Es hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du in deinem Job verdienst. Es hat nichts damit zu tun, es hat nichts damit zu tun, wie gerade die Ökonomie ist, die wirtschaftliche Lage. Es hat einzig und allein damit zu tun, wie du all diese Dinge einschätzt. Ja? Und deine Einschätzung führt dazu, dass es Blockaden sind. Die wirtschaftliche Lage ist im Moment nicht so, dass man reich werden kann. Meine Ausbildung reicht nicht dazu, dass ich reich werden kann. Meine Herkunft, wir haben nie Geld gehabt in meiner Familie. Womöglich ist es so, dass wenn ich plötzlich reich werde, dass ich aus der Familie ausgestoßen werde oder dass man mich nicht mehr liebt oder dass man mich als überheblich ansieht, ja, in Bezug auf Reichtum. Solange deine Welt so ist, solange du nicht in deinem Schöpferstuhl, auf deinem Schöpferthron sitzt und ganz sicher weißt, ich bestimme, was wie ist, durch meine Interpretation und durch meine Ansicht werden die Dinge erschaffen. Durch nichts anderes. Nichts anderes im Außen kann in meinem Universum für mich etwas erschaffen. Und das ist so wichtig, dass du dir da felsenfest diese Überzeugung bist und diese Überzeugung an den Tag legst. Weil nur dann bist du Schöpfer und nicht Opfer. Nur dann bist du in der Lage, deinen Fokus dorthin zu legen, so lange und so intensiv in die Realität einzusteigen, in der du sein willst. Lange, intensiv, ohne einen Zweifel bleiben dort in der Realität, in der du dir wünschst zu sein. Das ist das einzige Geheimnis. Und das gilt es für dich zu schaffen. Und alles, was dagegen steht, aus dem Weg zu schaffen. Jegliche Überlegung, jeglicher Rückschluss, jegliche Einstellung, jegliche Erfahrung, jegliche Geschichte, jegliche Annahme, jegliche Beurteilung, jegliche Bewertung, die dich davon trennen, jetzt und hier in diesem gegenwärtigen Moment in deiner Wunschrealität als deine Wunschperson zu existieren, zu denken, zu fühlen und zu handeln. Komplett nur deswegen, weil du entscheidest, dass es so ist. Und das ist schwierig, weil hier musst du anfangen, eine Praxis zu entwickeln, deinen Verstand zu managen. Dass dein Verstand es zulässt, dass du dort bleibst, wo du sein willst, obwohl deine 5 Sinne jetzt im Moment etwas anderes sehen könnten. Du erlaubst es ihnen aber nicht. Du bleibst mit deinen 5 Sinnen in deiner Wunschrealität. Und das ist deine Praxis. Und das ist diese Disziplin, die du an den Tag legen musst, wenn dein Kontostand negativ ist, zu denken und zu fühlen und zu handeln, wie eine Person, die permanent Geld im Überfluss empfängt. Das heißt nicht, dass du dich verschulden musst. Das heißt aber auch nicht, dass du dich nicht verschulden darfst.
Es geht aber darum, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du dort bist, wo, wenn du dort die bist, die Geld hat, dass du dann diese bist und dass das dann deine Realität ist, in der du lebst. Und wenn du hier dieses Management deines Verstandes nicht im Griff hast, dann flickerst du halt immer wieder rein und raus. Da kommt mal Geld, da ist mal wieder keins. Da kommt mal Geld, da ist mal wieder keins. Du flickerst rein und raus, weil du nicht bleibst, weil du nicht in deiner Wunschrealität bleibst. Womöglich, weil du noch nicht mal weißt, wie es sich dort anfühlt, wie man dort denkt, wie man dort fühlt, wer du bist in dieser Wunschrealität, weil du wahrscheinlich diese Hausaufgabe noch nicht gemacht hast und weil du es noch nicht geschafft hast, diese Wunschrealität ins Hier und ins Jetzt für dich zu transportieren. Und diese Tricks, es sind wirklich Tricks, deinen Verstand dazu zu bringen, dich in der Wunschrealität zu halten, in dem, was du haben möchtest, anstatt dich dort zu halten, was du nicht haben möchtest. Und darum geht's. Das ist die Praxis, das ist die Kreationspraxis, die dazu führt, dass du dich und deine Welt veränderst. Du tust es. Du einzig und allein bist die Kraft, die Macht in deinem Universum. Einzig und allein. Und du musst nichts anziehen, ja? Gesetz der Anziehung, Law of Attraction. Du musst es nicht anziehen, sondern es ist dort. Du musst dort sein, wo es ist. Du musst die richtigen Rückschlüsse haben, du musst die richtigen Gedanken haben, du musst die richtigen Überzeugungen haben. Du musst den richtigen Seinszustand haben, so dass die richtigen Gefühle und Vorstellungen alles zusammen das ergibt, was du dir so, so sehr wünschst. Und wenn du dir eine Traumbeziehung wünschst, dann kann es nicht sein, dass du irgendwo noch eine Überzeugung hast, dass du nicht geliebt wirst. Dass du irgendeine Überzeugung hast, dass an dir irgendetwas fehlerhaft oder nicht in Ordnung ist. Solange du noch so eine Überzeugung unterhältst, nährst, glaubst, denkst, fühlst, Beweise dafür sammelst, kann es unmöglich energetisch so sein, dass du jemand bist, der geliebt und getragen wird in seiner Beziehung. Das ist eine energetische Unmöglichkeit. Da kannst du schreien und zappeln. Lieb mich, lieb mich, lieb mich. Seh mich, seh mich, seh mich. Schau doch, wie toll ich bin. Schau doch, was ich alles kann. Schau doch mal, wie wunderbar ich bin. Aber du hast in dir diese riesengroße Überzeugung, dass du vielleicht nicht ganz so liebenswert und doch so fehlerhaft bist, doch noch nicht genug, gut genug, um geliebt zu werden. Das ist unmöglich. Es widerspricht jedem einzelnen Gesetz, weil deine aktive Überzeugung die ist, wenn du um Liebe schreien, betteln, wimmeln, jammern willst, dich in den Schlaf heulst, dann ist es ein Beweis dafür, dass du nicht liebenswert bist. Weil wenn du liebenswert wärst, müsstest du dich nicht in den Schlaf heulen. Müsstest du nicht traurig sein. Müsstest du nicht darauf warten, dass man dir die Liebesbeweise bringt. Weil dann wärst du eine, die das alles schon hat. Und dann lebst du in einer Realität mit der Selbstverständlichkeit dieser Liebesbeweise. Das Gleiche mit dem Geld. Wenn du eine bist, die permanent Geldzufluss und Abfluss hat und immer im Überfluss lebt, in der Fülle, gibt es keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Weil deine Realität ist diese der Fülle. Und das ist diese riesengroße Krux.
Bei mir ist es jetzt gerade neblig draußen, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass die Sonne nicht abgehauen ist. Ich weiß, dass die Sonne wieder kommt. Ich weiß, dass die ganze Landschaft immer noch da ist. Jeder einzelne Baum, jede einzelne Straße. Ich sehe es gerade nicht. Und ich werde einen Teufel tun, mich ins Bett zu legen und zu weinen, weil die Sonne weg ist. Ich werde das nicht tun, weil ich weiß, dass ich sie nur gerade nicht sehe. Und ich werde mein Leben nicht verändern und irgendwo hingehen und künstliche Lichtquellen für mich kaufen und installieren, weil ich davon ausgehe, dass die Sonne nie wiederkommt. Und genau so gilt es zu leben. In diesem tiefen Wissen, in diesem tiefen Sein über dich, über deine Kraft, über deine Power, deines Seins, dass du nie wieder dran zweifelst. Und das gilt es für dich zu erarbeiten. In deiner Kreationspraxis. Jeden Tag. So lange, bis es gewisse Automatismen sich eingestellt haben, so wie jetzt, dass ich rausschaue, es ist neblig, ich sehe keine Sonne, I don't care, ich warte einfach, bis sie wieder rauskommt. Bis du so automatisch bist mit deinem Bankkonto, bis du so automatisch bist mit deiner Liebe, bis du so automatisch bist mit deinem Business. Du weißt, dass es Nebel gibt, aber du lässt dich von diesem Nebel nicht dazu zu verleiten, irgendwelche Rückschlüsse zu treffen, dass die Dinge, die du haben möchtest und die immer schon da waren für dich, die dein Geburtsrecht sind, nicht zur Verfügung stehen. Und das gilt es zu lernen. Ganz, ganz, ganz tief. Und das ist das, was du lernst. Bei mir im Divine Creation Mastermind, wie du das machst, wie du deinen Verstand dazu bringst, die Dinge zu denken, zu glauben, zu wissen, zu sehen, zu erschaffen, sich vorzustellen, die du möchtest. Und wie du aufhörst, in einer Welt zu leben, mit verflixten Lügen über dich, über deinen Seinszustand, über darüber, wie die Welt funktioniert. Weil in so einer klaren Sicht, wenn du so, so klar bist über dich, über das, die Welt, wie sie funktioniert, dann lebst du ganz anders. Dann lebst du anders wie die meisten. Da sprichst du anders wie die meisten. Da hast du andere Ansichten wie die meisten. Und deswegen ist das, was wir machen, nicht dort, wo die meisten sind. Aber ich habe das Ziel, dass dort die meisten sind. Dass die meisten in diesem klaren Bewusstsein durch ihr Leben gehen. Weil dann haben sie Freude. Dann können sie sich auch freuen, und fröhlich und leicht sein, wenn gerade mal Nebel ist. Weil sie wissen, was der Nebel bedeutet. Der Nebel bedeutet Transit. Der Nebel bedeutet Übergang. Und ich weiß, wohin ich gehe. Dr. Joe Dispenza sagt, du musst über den Fluss. Ja, du musst über den Fluss. Du kannst nicht jedes Mal, wenn du in der Mitte des Flusses bist, zurückgehen. Aber wie gehst du über den Fluss? Wie schaffst du es, dass wenn die Strömung stark ist, dass du weitergehst, dass du weitermachst, dass du weiter die richtigen Gedanken hast, dass du dir weiter die richtigen Überzeugungen aneignest, dass du weiter weißt, wer du wirklich bist und wo es lang geht. Und das für sich selber in einer riesengroßen Disziplin zu verinnerlichen, das braucht nun mal Training. Jeder Mensch geht und lässt sich trainieren in Schulen, in Fitnessstudios, in sonstigen Trainingsgeschichten. Warum ist es so schwer,
dieses Training anzutreten, weil es nicht schwer ist. Es ist einfach nur eine neue Art und Weise, sich selbst zu erfahren. Und überall steht es, Schöpfer oder Opfer, Schöpfer oder Opfer. Und dann sagst du, ja, ich bin Schöpfer. Okay, super. Dann sag mir mal, wie denkt und fühlt ein Schöpfer? Wie verhält sich ein Schöpfer? Welche Gedanken und Überzeugungen hat ein Schöpfer? Die wenigsten machen sich Gedanken darüber. Und wenn du dir diese Sachen nicht klar gemacht hast, dann bleibt halt dein Default, dein vorprogrammiertes Denken, Fühlen, Handeln, die Dinge sehen, die Geschichten zu interpretieren, bleibt halt so, wie es war. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja, ich bin Schöpfer meiner Realität. Super, ich bin das Universum. Okay, aber was hat es denn für Konsequenzen? Hast du dir das überlegt? Bis ins jegliche einste, kleinste Detail hast du dir das überlegt, was es heißt, als Schöpfer zu existieren, als Schöpfer zu leben, als Schöpfer Beziehungen zu haben, als Schöpfer hier auf dieser Welt verkörpert zu sein. Wie lebt denn ein verkörperter Schöpfer? Du weißt gut, wie ein verkörpertes Opfer lebt. Aber wie ein verkörperter Schöpfer lebt, wirklich, das müssen wir uns erarbeiten. Und nachdem wir uns das erarbeitet haben, müssen wir es leben, hier auf die Welt bringen und nicht nur im Zeug rum meditieren. Leben. Hier ein Schöpfer, ein gottgleiches, ein göttliches Leben, ein Göttinnen, ein Götterleben zu haben. Dazu sind wir hier. Aber dazu müssen wir ganz fest aufräumen mit so einem Haufen von Paradigmen, Überzeugungen, Ansichten, Interpretationen, Rückschlüsse und so weiter und so fort. Und eins der allerwichtigsten Sachen ist, wir müssen kapieren, dass wir nicht auf unsere alte Kreation reagieren. Reagieren. Kannst du aus deinem Wortschatz streichen. Du musst auf nichts und niemanden reagieren. Ein Schöpfer braucht das Wort reagieren nicht. Ein Schöpfer entscheidet. Ein Schöpfer weiß, wie er es haben will. Ein Schöpfer agiert in seiner Wunschrealität. Weil da geht es nur um Agieren, weil jetzt ist ja schon alles da. Und wenn schon alles da ist, weil du es erschaffen hast, wozu musst du reagieren? Und jetzt haue ich noch ein Riesending raus. Du musst auch nicht einfühlsam sein. Du musst nicht einfühlsam sein in andere Menschen, in andere Situationen. Das Einzige, wo du dich einfühlst, ist in die Realität, in der du leben möchtest. Es gibt 100.000 Parallelrealitäten. Wenn jetzt scheinbar, das ist ja alles nur scheinbar, weil das ist alles nur aus deiner Sicht, deine Freundin in einer Realität ist, die sich nicht so gut anfühlt, warum solltest du dich in ihre Realität einfühlen? Wenn du Schöpfer bist, dann erschaffst du für sie die Realität, in der sie sein möchte und lädst sie dorthin ein. Und diese Realität fühlst du. Aber diese Vorstellung, ja, ich bin nicht mitfühlend, ich bin nicht einfühlsam. Nein, bin ich nicht. Ich fühle mich nicht in deine Misere ein. Wenn ich dein Coach bin, bin ich nicht einfühlsam. Auch wenn ich dir helfe bei Heilung und Selbstheilung, ich bin nicht einfühlsam. Nein, ich checke, wo du bist und ich checke, wo du hin willst.
Und dann gehen wir zusammen dorthin, wo du hin willst. Dazu kann ich aber nicht einfühlsam sein. Weil sonst fühlen wir uns zusammen dort wohl, wo du gerade bist, aber nicht sein willst. Also vergiss diesen Anspruch an dich zu erheben. Du musst mitfühlen oder einfühlsam sein oder Mitgefühl zeigen. Wenn du Schöpfer der Realität bist. Everyone is you pushed out. Jetzt muss ich Schluss machen. Es hat geläutet. Denk drüber nach. Morgen spreche ich nochmal über Everyone is you pushed out. Tschüssi.